Herzlich willkommen zu Woche 8 der SARS-CoV-2-Pandemie-Vlog-Reihe. Wir haben inzwischen schon 11 und Montag, den 4. Mai. Ich habe heute vormittags keinen Online-Unterricht, sondern heute Nachmittag von 14 bis 16 Uhr Präsenzunterricht Mathe in der Schule. Wie das ablaufen wird, da werde ich euch noch mitnehmen. Was ich jetzt noch bis dahin machen werde, ist eine Doku für Geschichte angucken. Dann meine Blätter durchgehen, weil ich habe ja die Fächer dann wieder in Real. Dann muss ich die ganzen digitalen Dinge wieder ausdrucken. Das werde ich aber die Tage machen, je nachdem, was ich als erstes wieder brauche. Heute noch nicht, aber vielleicht fange ich schon mal an. Und dann will ich mir noch eine Maske selber nähen, weil eine ist dann doch schon ein bisschen langweilig. Ja, mal gucken. Jetzt fangen wir erstmal mit Geschichte an. Das Buch für Deutsch habe ich auch durchbekommen. Untergang des Alten Reiches, Erster Weltkrieg. Das wird spannend. So, 14:45 und ich laufe seit 7 Wochen. Das erste Mal wieder Richtung Schule. Ein dezent lustiges Gefühl, ich bin gespannt, wie es wird. Filmen kann ich sehr wahrscheinlich nicht, aber mal gucken. So, ich bin wieder zu Hause. Das mit dem Unterricht hat ganz gut funktioniert. Also man stand halt vor dem Gebäude, war keine Stange, die Leute standen halt teilweise in einem Pulk zusammen. Dann durften wir rein und jeder hat jetzt seinen festen Sitzplatz in diesem Raum. Also wir waren mitten in der Aula, die anderen sind teilweise immer an uns vorbeigelaufen. Das war ziemlich weitläufig und laut. Überall war 2 Meter nach links und 2 Meter nach vorne. Man konnte gut sehen, man musste halt ein bisschen laut reden. Es war halt wie normaler Unterricht, nur auf einem großen Raum. Und es war schon eine ziemlich komische Atmosphäre. Man hat sich gefreut, dass man sich wieder sieht, konnte sich ein bisschen mit den anderen unterhalten. Ja, und dann gab es natürlich wieder die Profis, die 50 cm nebeneinander saßen. Und am Ende, als ich nach Hause gelatscht bin, stand wieder, ich kann Raucher eh nicht leiden, standen alle Raucher, ja, mit teilweise 16 oder 17, das ist nicht erlaubt, man darf erst ab 18 Zigaretten rauchen, zusammen gequetscht in einem Kreis und haben den Mundschutz runtergezogen und eine gequalmt. Kann ich nicht verstehen, aber gut. Die Jugend von heute. Ja, bin gespannt, wie es morgen weitergeht. Morgen habe ich im anderen Raum Unterricht. Mal gucken, ob ich ein paar Aufnahmen kriege. Heute habe ich keine gemacht. Erstmal gucken, wie es aussieht. Aber prinzipiell kann man da schon mal ein Foto machen, wenn noch keiner da ist. Heute haben wir Dienstag, den 5.5. und 10:55 Uhr. Und um 11 fängt Geschichte an. Habe ich gestern schon ein paar Dinge ausgedruckt. Jetzt habe ich heute schon mal nachgeguckt, ob es schon neue Dateien gibt, damit ich die schon mal runtergeladen habe. Jetzt werde ich gucken, ob ich die jetzt ausdrucke oder später. Und dann habe ich mir hier noch für später Erdbeeren, Kiwi und Blaubeeren mit Ahornsirup zurechtgelegt, weil ich noch kein Mousse au Chocolat hergestellt habe. Und nach Geschichte habe ich dann auch noch wieder Unterricht in der Schule. Da habe ich dann 40 Minuten von 13 Uhr bis 13.40 Uhr, bis ich wieder los muss. Jo. Mal gucken, was der Tag heute noch so bringt. So, fertig mit der Schule. Heute war ich in einem anderen Raum. Heute war ich in der Mensa, wo es sonst Essen gibt. Das war auch nochmal eine komische Atmosphäre. Der Unterricht hat wieder ganz gut geklappt, aber wir haben nicht viel gemacht. Irgendwelche Dinge besprochen und ich hätte es mir sparen können. Also ich bevorzuge den Online-Unterricht. Dann kam noch die frohe Botschaft, dass der Unterricht, den nicht um 9 anfängt, sondern am Donnerstag der Online-Unterricht für uns um 7.30 Uhr losgeht. Darauf freue ich mich richtig. Jetzt habe ich heute noch 2 Stunden Hausaufgaben gemacht. Eine halbe Stunde, 20 Minuten GK und den Rest Geschichte, eine Wahlplakatanalyse, was aus dem Text arbeiten, rausarbeiten in eine Tabelle über verschiedene Parteien zur Zeit der Weimarer Republik und dann noch irgendwie Wahlergebnisse, irgendwas analysieren. Und jetzt gönne ich mir erstmal ein Bad,
Das hatte ich das letzte Mal. Das hat auch nicht schlecht gerochen. Aber doch schon sehr parfümiert. Und heute gibt es mal dieses Badesalz. Ich bin gespannt, wie mir das so gefällt. Und danach werde ich wahrscheinlich weiter Serien gucken. Und dann zeige ich euch mal, was ich zurzeit so angucke. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich fertig bin. Wir haben Donnerstag, Grad 8 und ich habe schon Online-Unterricht. Vorher saß ich im Bett, jetzt habe ich mich mal kurz hingelegt und den Computer habe ich diesmal vom Schreibtisch mit hochgenommen, weil ich gerade lüfte und es noch ein bisschen kalt ist. Und ist ganz bequem. Und dann habe ich heute Nachmittag noch Englisch, da gucken wir einen Film an und machen dann noch irgendwas im Buch. Und in GK beschäftigen wir uns mit Parteien. Damit kenne ich mich ja sehr gut aus. Ich bin ja selber Parteimitglied. Ja, gibt Spannenderes. Aber okay, wir haben um 7:30 Uhr angefangen. Das heißt, ich bin um 6:45 Uhr aufgestanden. Den Computer habe ich über Nacht durchlaufen lassen, dass der up to date ist. Und ja, noch zu dem Unterricht. Die letzten Tage, es war immer ganz passabel. Guck mal, dass ich nächste Woche wieder Fotos machen kann, vielleicht. Und ich bin gespannt, wie es nächste Woche ist. Nächste Woche könnte es sein, dass es noch so ist wie diese Woche. Und die Woche drauf kann das Ganze dann wieder anders aussehen, weil Abi geschrieben wird. Also in 2 Wochen, wenn ich richtig liege. Da bin ich dann gespannt, wie sich das entwickelt. Und ja, also diese 2 Stunden Unterricht sind schon anstrengend, aber machbar. Und noch eine positive Nachricht. Ab Montag macht meine Reitschule wieder auf. Und ich muss gucken, dass ich meine Uhrzeit verschiebe, weil ich ja immer nachmittags Unterricht habe. Und mal gucken, wie das dann wird. Aber ich freue mich schon. Yay! Ich melde mich später nochmal. In So sieht Deutschland, das dann ja. aus. Das sind genau die drei. Jetzt haben wir schon Freitag. Heute Vormittag hatte ich gar keinen Unterricht, sondern nur heute Nachmittag. Präsenzunterricht in Chemie. Wir haben so eine Stunde 40 gemacht von den 2 Stunden, die rein theoretisch zur Verfügung stehen. War ganz in Ordnung. Es war lustig, weil wir waren in einem riesengroßen Physiksaal und wo halt sonst irgendwie 8 Leute an einem Tisch sitzen, saßen jetzt halt nur 3. Hat aber ganz gut geklappt. Wir haben wieder ein Batzen Ausgedrucktes gekriegt, schon für die nächste Woche. Ab Montag wird nicht nur mein Reitbetrieb wieder aufmachen, sondern die Fahrschule. Wird auch dringend Zeit, weil ich jetzt seit 3, 4 Monaten nicht mehr Auto gefahren bin. Ich habe zuletzt in den Pfingstferien, Faschingsferien, meine Theorieprüfung gemacht und die auch bestanden. Aber ich brauche dringend wieder Fahrpraxis. Das wird jetzt auch eine Weile dauern. Mal gucken, wann ich da einen Termin kriege. Keine Ahnung, wie der Stundenplan nächste Woche aussieht. Den habe ich noch nicht bekommen. Da muss ich auch noch beim Reiten anrufen und meine Uhrzeit nach hinten verlegen, weil ich ja jetzt nachmittags Präsenzunterricht habe. Das kann sich alles ändern, weil in 2 Wochen auch noch Abi ist und dann kommen Pfingstferien. Also in einer Woche ist Abi ein Riesendurcheinander. Aber ich muss sagen, das mit dem Online-Unterricht hat sich eigentlich ganz gut eingependelt und auch routiniert. Gestern war es nochmal spannend, weil der Gemeinderat, der kann ja auch nicht normal tagen. Ich bin ja auch politisch aktiv und habe gestern bei einer Redaktionssitzung, Fragerunde, Vorstellungsrunde, wie auch immer, zugehört. Von der Fraktion Puls. War ganz interessant und da kamen wir auch auf Widerstand 2020 beziehungsweise Querdenker 7.11 zu sprechen, weil es ist ja erlaubt, dass man wieder demonstrieren darf. Also es war auch vorher erlaubt, aber die Demonstrationsgrenze, also das Maximum, wurde auf 10.000 Personen festgelegt. Und letzten Samstag gab es in Stuttgart auch schon eine Demonstration, weil ja unsere freiheitlichen Grundrechte sehr arg eingeschränkt werden. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja auch mehr als 1.000 Eilanträge, um die sie sich kümmern muss. Und ich finde, dass in einer Demokratie
jeder demonstrieren gehen sollte und das Recht auf eine Versammlung hat. Aber ich finde halt, 10.000 Leute, die keinen Mundschutz anhaben und nicht mal Abstand halten, ist grob fahrlässig und verantwortungslos. Nicht nur von denen, die das erlauben, aber sie müssen es halt, weil es gibt ja verschiedene Instanzen, also in der Kommune, dann das Land und dann der Bund. Und wegen diesem Gerichtsurteil, dass man demonstrieren gehen darf, ist es halt erlaubt und die Maximalgröße sind 10.000. Die wurde auch angemeldet und es sollen aber wohl noch mehr kommen und die treffen sich halt alle auf dem Cannstatter Wasen und sind dicht gedrängt und ich frage mich halt, wie doof man sein kann. Vielleicht kriegen wir ja ein zweites Ischgl, wie auch immer man das ausspricht. Ich habe da nicht wirklich Lust drauf und ich finde es wichtig, demonstrieren zu gehen, aber unter den Bedingungen. Und da sind auch, um niemanden öffentlich diffamieren zu wollen, teilweise fragwürdig Leute dabei, die ja nicht mal an die Existenz des Virus glauben. Das hat ja Bill Gates oder wer auch immer erfunden. Vielleicht hat es ja auch Trump in einem chinesischen Labor erfunden. Wer weiß. Vielleicht war das Virus doch einfach nur da. Keine Ahnung. Darüber haben wir uns dann so ein bisschen aufgeregt. Ja, und heute ist ja auch noch ein besonderer Tag. Heute ist der 8.5. Die Kapitulation des Deutschen Reiches wird ja auch als das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa angesehen. Das wird irgendwie gar nicht so oft angesprochen. Immer nur Corona. Und was ich auch noch wegen Corona ein bisschen paradox finde, ist, dass die Bundesliga wieder stattfindet, beziehungsweise dass es für die großen Autokonzerne wieder sowas Ähnliches wie Abwrackprämien geben soll. Und da finde ich, sieht man halt schon, dass die Lobby ganze Arbeit geleistet hat. Aber gut, das soll es zur Politik gewesen sein für heute. Oh, was habe ich sonst noch so? Oh, ich habe noch Erdbeeren gezuckert, die werden nachher mit Schlagsahne gegessen. Und weil ich heute nicht mal gefrühstückt habe, gibt es jetzt wieder das obligatorische Mousse au Chocolat mit Apfel und Ahornsirup.